Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal wieder hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf Conrad. Wir schauen uns jetzt die Krone Big Pack 1290 an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Melotic 98. Gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One und findet ihr in der Kategorie Werkzeuge und dann Ballentechnik. Oh, hier ist das gute Stück. Krone Big Pack 1290, 4000 Liter Pressvolumen, 150 PS empfohlene Leistung bei 20 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit, 145 Stunden in der Anschaffung, 7395 im Leasing. Config-Blöcke gibt es in dem Sinne keine. So sieht das gute Stück außen aus. Wir haben hier Krone, dann hier Big Pack 1290 XCHDP. Was man zu den Deagles per se ein bisschen sagen muss, sind ein bisschen unscharf, beziehungsweise pixeln so ein bisschen vor sich hin. Wir haben ja auch hier teilweise noch ein paar Fehler drin. Ja, also Texturfehler, was das hier angeht, dieses kleine etwas hier, das sind die Ränder nicht so ganz gut geworden. Ansonsten Trelleborg Twin 404 Reifen, Feuerlöscher, Anschluss, Zapfwelle, klar, oben Krone. Dann dementsprechend hier der Auswurf der Quaderbein, das ist eine Quaderbeinpresse, ist ja klar. Bremslichter, Blinker, soweit, so normal. Auf der gegenüberliegenden Seite dann auch nochmal Krone und so weiter und so fort. Ganz klar, 50 km/h maximal. Wir können aber überall drüber spazieren, wir glitschen nirgendwo durch, hat alles Kollision. Prinzipiell in Ordnung, aber an den Diegel hier müsste man gegebenenfalls nochmal ran, entweder nachschärfen und gegebenenfalls diese kleinen Fehlerstellen hier noch wegmachen. Das wäre auf jeden Fall noch sehr liebenswürdig. Ansonsten ist das eine Quaderbeinpresse, wie man sie eben kennt. Prinzipiell Anschlüsse und Co. hauen hier alle hin. Bremslichter und Blinker, das haut soweit auch alles hin. Wir haben hinten noch zwei Arbeitslampen, auch ganz nett. Mit X klappt ihr den ganzen Spaß auf. Das funktioniert soweit auch tadellos. Ansonsten mit V Pickup senken, das geht auch ohne Probleme. B den ganzen Spaß anschalten und dann dementsprechend einfach Gas geben. Ja, mehr ist es nicht, ist eine Ballenpresse. Dadurch, dass es Quaderballenpresse ist, könnt ihr einfach Gas geben. Die Ballen flutschen hinten ganz gemütlich raus. Ja, werden auch sauber abgelegt, wie wir jetzt gleich sehen werden. Zack, die springen nicht rum, die rutschen nicht weg, passt soweit. Und auch da glitscht links und rechts nichts raus. Das ist alles so beim Alten, das passt soweit. Ja, ansonsten der Lock ist sauber, klar. Und wer allgemein auf Kronepressen steht, bitteschön, damit macht er definitiv keine Fehler. Download-Link inklusive Bewertung ist in der Videobeschreibung, wie immer. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.